Hallo. Servus. Ich bin Kari. Ich bin Tobias. Ich komme aus Münster im Norden Deutschlands. Ich komme aus Wiesenheid, das ist bei Franken. Und ich spreche Standarddeutsch. Ich spreche Fränkisch. Wir haben heute Besuch von Tobias. Der ist heute extra nach Berlin gekommen, um mit uns mal über den fränkischen Dialekt zu sprechen. Sehr interessant, ich wusste das auch nicht, aber die fränkische Dialektgruppe ist eigentlich riesig. Sogar Niederländisch, die Sprache Niederländisch und die rheinischen Dialekte gehören zum Fränkischen. Wenn wir aber über Fränkisch sprechen, so im Alltag, meinen wir meistens das, was ihr in der Region Franken und drumherum sprecht. Und da kommst du auch her, das schauen wir uns mal an. Wo sprichst du denn im Alltag deinen Dialekt, Tobias? Ich spreche eigentlich überall, gerade so, wie es mir passt. Gerade so, wie es dir passt? Gerade so, wie es mir passt. Wir wollen mal schauen, wie Tobias spricht und wir vergleichen jetzt immer Wörter und Sätze im Standarddeutschen zum Fränkischen. Los geht's. Fangen wir mal an mit den Begrüßungen und den typischen Verabschiedungen. Wenn ich Hallo sage, was sagt ihr da in Franken? Servus. Eigentlich so wie in Bayern? Ja. Servus. Und wenn man Tschüss sagt, ich sage Tschüss. Ade oder auch Servus. Ade oder Servus, siehst du. Jetzt kommen wir mal zum Thema Aussprache, weil das ist wirklich ein großes Thema. Das Bemerkenswerteste oder das Prägnanteste im Fränkischen ist das R. Ihr sprecht wirklich so ein Zungenspitzen-R, so wie Menschen aus Russland oder Menschen aus Spanien. Sag doch mal das Wort Brauerei. Brauerei. Merkt ihr den Unterschied? Ich sag Brauerei und du sagst? Brauerei. Und das ist so ein Wort, das habt ihr vielleicht schon mal gehört in dem Video. Wir waren in Nürnberg in einer Brauerei. Und die Andrea, die uns rumgeführt hat, die hat das immer wieder gesagt. Und ich habe immer versucht, dass dann, wenn ich das R übe, versuche ich immer dieses Wort auszusprechen. Aber ich habe es noch nie geschafft. Brauerei. Brauerei. Ganz schön schwierig. Ihr sagt dann auch nicht Fränkisch, sondern? Fränkisch. Fränkisch, ne? Ist immer dieses Fränkisch. Zungenspitzen-R. Auch interessant, dass T wird sehr weich ausgesprochen wie ein D. Ich sage zum Beispiel die Mutter. Mutter. Der Vater. 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 Mutter. Vater. Vater. Eigentlich ein bisschen ähnlich wie in Norddeutschland, ne? Da sagt man das so auch. Was ich überraschend fand, ihr sprecht auch das P nicht so stark aus. Und deine Schwägerin Sabna hatte gesagt, gestern warst du im Kino und du hast Popcorn bestellt. Hast du gesagt? Popcorn. Ich hätte gern Popcorn. 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 Und statt Pizza sagst du? Pizza. 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 Also eher wie ein B. Dann das K, das sprecht ihr auch nicht so stark aus, sondern eher weich wie ein G. Ich sag zum Beispiel die Apotheke. Apotheken. Apotheken. Ich sag der Bäcker. Bäcker. Der Bäcker. Bäcker. Der Bäcker. Und unser letztes Thema ist das CH. Da hast du mir schon gesagt, das ist nicht bei allen Wörtern so, aber bei manchen. Zum Beispiel sagst du nicht ich, sondern? I. Also manchmal wird das CH im Fränkischen einfach weggelassen. Jetzt wird's ganz wild. Wir gehen in die Präpositionen. Und gerade wenn es um Ortsangaben geht, da sind eigentlich in allen Dialekten, da geht's drunter und drüber, kann ich schon mal sagen. Ihr sagt nicht runter, sondern? Nunna. Und nicht rauf, sondern? Nauf. Also eigentlich immer mit dem N statt dem R. Das N ist oft dabei. Okay, ich gehe den Berg runter. Ich gehe den Berg nunna. Ich gehe den Berg rauf. Ich gehe den Berg nauf. Ich gehe ins Haus rein. Ich gehe ins Haus neu. Ich komme aus dem Haus raus. Ich komme aus dem Haus naus. Aus dem Haus naus. Und jetzt kommt das Lustigste. Dort. Dotten. Manuel steht dort hinter der Kamera. Dottensteller. Dottensteller. Das ging wirklich lustig. Tobias, als nächstes geht es um das Thema Essen. Ihr sagt nicht das Brötchen, sondern? Das Brötler. 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 Ich sag Wurst und du sagst? A Wurst. A Wurst. A Wurst. Und wenn du sagst, das ist mir egal, dann kannst du auch in Norddeutschland kann man auch sagen, das ist mir Wurst. Und du sagst? Das ist mir Wurst. Ist mir Wurst. Ist mir Wurst. Benutzt du das oft? Ja. Ja, ne? Ich hätte gern eine Bratwurst im Brötchen. Ich hätte gern Wurst im Brötler. A Wurst im Brötler. Die Frikadelle.
Fleischküchle oder Fleischbällchen. Das ist lustig. Das ist so ein Wort, was auch irgendwie überall anders ist. Fleischküchle. Also wie ein Fleischkuchen. Ja, kann man schon sagen, ne? Andere Leute sagen eine Fleischpflanze, andere sagen ein Fleischkuchen. Man versucht es ein bisschen zu verniedlichen, dass man einfach nur einen Haufen Fett und Fleisch hat. Das fand ich interessant. In Bayern sagt man eigentlich, oder im bayerischen Dialekt, zu einem halben Liter Bier, eine halbe, das würdet ihr nie sagen. Nee, bei uns sagt man a Seidler. A Seidler. Also wenn du jetzt in die Kneipe gehst, würdest du sagen, a Seidler bitte. Gib mir bitte a Seidler. Gib mir bitte a Seidler. Ich sag Rotkohl. Blaukraut. Blaukraut. Hm? Bei uns ist es rot, bei dir ist es blau. Aber es ist eigentlich das gleiche Gemüse. Eigentlich ist es lila, wenn man es genau nimmt. Ja, ne? Genau, also haben wir beide nicht recht. Und das fand ich sehr interessant. Das ist ein Wort, was es bei uns nicht gibt. Vielleicht das nächste, was drankommt, ist ein Picknick machen. Du gehst wandern und dann willst du eine Pause machen und dann sagst du? Jetzt hätte ich gerne eine Vesper. Vesper. Das benutzt man tatsächlich im Norden von Deutschland nicht, aber im Süden schon häufiger. Ja, Vesper. Vesper machen. Weiter geht's mit der Familie. Im Norddeutschen sag ich die Mutter. 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 Das könnte man eigentlich bei uns auch manchmal hören, ne, in Norddeutschland. Es ist dann aber eher umgangssprachlich. Für dich ist das normal. Für mich ist das normal. Ja. Mutter. Die Mutter. Vater. Vater. Schwester. Schwester. Bruder. Bruder. Es ist also gleich. Der Junge. A Bub. A Bub. A Bub. Und das Mädchen. A Mädler. A Mädler. Und das hast du mir eben erzählt im Vorgespräch, was total komisch ist. Du kannst auch Menschen Ding nennen. A Ding oder der Ding. Du kannst sagen, wenn du jetzt sagst, ich gehe zu dem Typen, würde ich vielleicht sagen, ich gehe zu dem Typen an der Ecke, dann sagst du? Ich gehe zum Ding. Zu dem Ding. Zu dem Ding. Das würde ich nie sagen. Ich würde nie einen Menschen als Ding bezeichnen, aber bei euch ist alles ein Ding. Gibt alles irgendwie Sinn, ja. Mit Ding. Ich gehe zum Ding. Tobias, Thema Verben. Da gibt es auch viele Unterschiede zwischen dem Standarddeutschen und dem Fränkischen. Ich gehe einkaufen. Ich gehe einkaufen. 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 So wie kiffen. Fast, ja. Hast du heute schon eingekauft? Ich habe heute schon eingekifft. Hast du heute schon eingekifft? Ich hab heute schon eingekifft. Einkäffen. Tobias, wenn ich ganz schnell esse, dann sag ich, boah, ich habe das Essen runtergeschlungen. Und du sagst? Reingespachtelt. Reingespachtelt? Und wie sprichst du das denn aus? Ich hätte jetzt gesagt, ich hätte neigespachtelt. 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 Okay, sagen wir mal einen ganzen Satz. Ich habe die Pizza runtergeschlungen. Ich habe die Pizza neigespachtelt. Schön. Das finde ich sehr lustig. Pipi machen. Noch gebrunzt oder hiegebrunzt. Das hast oder du gesagt. Geh. Das benutzt dein Vater. Wenn der jetzt sagen würde, ich muss mal auf die Toilette, was sagt dein Vater dann? Brunsen. Ich gehe brunsen. Tobias, unser nächstes Thema ist ein grammatisches. Viele Deutschlernende haben ja Probleme mit den deutschen Fällen. Bei euch im Fränkischen habt ihr schon mal einen Fall weniger. Das ist doch sehr gut. Ihr habt nämlich keinen Genitiv. Du sagst nicht, das ist Matzes Auto, sondern? Das ist ein Matze sei Auto. Das ist Matze sei Auto. Und du sagst nicht, das ist das Fahrrad meiner Mutter, sondern? Das ist meine Mutter ihr Fahrrad. Das ist meine Mutter ihr Fahrrad. Das ist irgendwie eine komische Konstellation, ne? Also ihr benutzt irgendwie ein Dativ statt den Genitiv. Hm. Kommen wir zu Adjektiven und Adverbien. Fränkisch versus Standarddeutsch. Ich sag schön. Schä. Schä. Ich sage klitschnass. Wenn ich richtig nass bin, weil es geregnet hat, sage ich, ich bin klitschnass. Und du sagst? Batschnass. Batschnass. Batsch. Batschnass. Ich bin betrunken. Volltrunken. 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 Oder vollsoffen. Volksoffen. Oder volksuffen. Volksuffen. Ich sage jetzt und du sagst? Jetzala. 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 Gehen wir jetzt los, Tobias? Gehen wir jetzt einmal los? 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 Eine unfreundliche Person, Tobias. Was würdet ihr da sagen? Ich sag mal, die Frau beim Bäcker war heute wieder richtig unfreundlich. Die Frau beim Bäcker, die war heute wieder richtig garstig. Oder garstig. War garstig. 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 Garstig.
Blöd. 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 Auch. Ah. Ah. Ich komme auch mit. Ich komme auch mit. Ah, okay. Ah. Das ist wichtig zu wissen. Auch ist A. Ich gehe nach Hause. Ich gehe hem. 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 Also im Bayerischen kennt man das Horm. Ich gehe Horm. Und ihr sagt? Hem. Ich gehe hem. Und auch wichtig, ihr sagt nicht kein, sondern? Ke. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Tobias, jetzt vergleichen wir ein paar Nomen. Da ist mir was aufgefallen. Ich sage zum Beispiel die Kirche und du? Kirchen. Kirchen. Manchmal Kirchen. Machst du einfach noch ein N hinten dran. Mhm. Zum Beispiel auch bei die Tasse. Tassen. Die Flasche. Flaschen. Ich trinke eine Flasche Bier. Ich trinke Flaschen Bier. Flaschen. Also das ist quasi, mein Plural ist dein Singular. Kann man so sagen, ne? Der Eimer. Emma. Emma. Die Tüte. A dünn. A dünn. A dünn. Haben Sie wohl eine Tüte für mich? Haben Sie eine Dünn für mich? Haben Sie ja Dünn für mich. Dünn. Die Frage. Fragen. Ich habe eine Frage. Ich habe Fragen. Fragen, auch mit N am Ende. Dieses Wort mag ich sehr. Der Unsinn. Geschmarri. Geschmarri. So ein blöds Geschmarri. Das ist ein blöder Unsinn, sag ich. Und du sagst? So ein blöds Geschmarri. A blöds Geschmarri. Dann haben wir noch aufgeschrieben die Toilette. Toiletten. Toiletten, wieder mit dem N am Ende, ne? Der Aufkleber. A Baba. A Baba. A Baba. Ah, ist das so wie von der Papp, der pappt? Das, der, also das ist das Verb, was der eigentlich macht. Der klebt irgendwie, der pappt. A Baba. Genau, weil er A Baba. Weil er pappt. So, Tobias, jetzt möchten wir Schimpfwörter im Fränkischen lernen. Ich sag, du Dummkopf. Du Debberler. Du Debberler. Und noch ein Wort hast du mir gesagt, Doldi. Du Doldi, du Debberder Doldi. Du Debberder Doldi. Würdest du, ist das sehr unfreundlich oder sagt man das auch als Scherz zu Freunden so? Ja, kann man ja schon machen. Also wenn Manuel auf einer Bananenschale ausrutscht, könnte ich sagen, du Debberder Doldi. Ja, das passt gut. Hier habe ich noch einen lustigen Satz gefunden. Ich sage das mal auf Standarddeutsch. Halt deinen Mund, sonst hau ich dir eine rein. Halt dein Bappen, sonst hau ich dir eine rein. Auch eine schöne Ankündigung. Am Ende haben wir noch ein paar typische Wörter und Redewendungen, die ihr in Franken benutzt. Und ein Wort, das gibt es wirklich nur in Franken, das heißt Fei. Was bedeutet das? Fei. Ich habe Feier, große Klappen. Kann man gar nicht richtig übersetzen. Ne? Das ist eigentlich so eine Art Füllwort. Wir hatten eben mal überlegt, dass vielleicht das Nächste, was rankommt, ist das Wort Halt. Fei, Halt. Ich könnte sagen, ich habe halt eine große Klappe und du sagst... Ich habe Feier, große Klappen. Halt ist eigentlich ein interessantes Wort. Es hat auch keine richtige Übersetzung. Es ist eigentlich ein Wort ja, wie so ein Modalpartikeln. Das ist wahrscheinlich ein Wort, was du gar nicht so gut kennst, weil als Deutsche weiß man nicht, was das ist. Man benutzt diese Wörter einfach nur. Und es transportiert vielleicht eine Betonung. Also ich könnte zum Beispiel sagen, weiß nicht, hier ist zum Beispiel viel Krach und dann sage ich, ja, wir sind halt in Berlin und du sagst, wir sind fei in Berlin, kannst du das sagen? Wir sind fei in Berlin, ja. Ja, genau, als Erklärung. Hier ist fei, ja, hier ist fei, ein Haufen Krach. Das ist auch ein typischer Satz aus Franken. Ich sage, lass uns gehen und du sagst, komm, geh mal. Komm, geh mal. Komm, geh mal. Und das ist vielleicht ein Wort oder ein Satz, der so ein bisschen eure Lebensmentalität ist. Ich sage, alles gut und du sagst, passt schon. Passt schon. Passt schon. Benutzt man im bayerischen Dialekten auch gerne? Passt schon. Ist das so eure Mentalität? Ist alles, ist alles in Ordnung? Passt schon. Passt schon. Locker. Sehr sympathisch. Tobias, hier habe ich noch ein Wort, was auch sehr typisch ist für Bayern. Und ich glaube, das sagt man im bayerischen Dialekt und im fränkischen. Das ist dieses Wort freilich. Freilich. Das benutzen wir nicht. Was bedeutet das? So wie natürlich. Natürlich, ja. Mhm. Also als Bestätigung. Mhm. Ich könnte sagen, gehen wir gleich los und du sagst? Freilich. 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 Ich würde vielleicht sagen, klar oder sicher. Noch ein Wort, was typisch für Bayern ist, sowohl im bayerischen als auch im fränkischen Dialekt, ist dieses kleine Anhängsel gell. Und das ist, glaube ich, das gleiche wie bei uns im Norden, das nö. Ich sage nämlich, schönes Wetter heute, ne? Schönes Wetter, gell?
Richtig, das ist diese Bestätigung, die es in manchen Sprachen nicht gibt. Das ist so ein Partikel, den hängt man hinten dran, um der anderen Person zu signalisieren, dass sie das bestätigen soll oder sagen soll, dass sie das auch denkt. Schön, Berlin ist ganz schön laut, ne? Berlin ist ganz schön laut, gell? Richtig. Gell. Gell. Tobias, ich habe mich total gefreut, dass du hier warst. Du hast mir jetzt zum Abschluss noch mal einen Satz mitgebracht, damit wir mal einen ganzen Satz fränkisch hören. Und ich soll gucken, ob ich den verstehe. Wenn nicht geschimpft ist, genug gelobt. Ah, wenn nicht geschimpft ist, genug gelobt. Das heißt, wenn passt schon. Das heißt, passt schon in Hochdeutsch. Aber das heißt eigentlich, okay, wenn du... Ja, nicht geschimpft ist, genug gelobt. Das ist so ein bisschen wie... Man sagt nicht, du, das schmeckt lecker, sondern kann man essen. Tobias, danke, dass du bei uns warst. Gerne. Dass du heute aus Franken nach Berlin gekommen bist, damit wir die Dialekte vergleichen können. Falls ihr auch einen Dialekt sprecht oder jemanden kennt, der Dialekt spricht, Tobias wurde zum Beispiel von seiner Schwägerin Sapna hier eingeladen, dann sagt doch einfach mal Bescheid, lasst uns einen Kommentar da. Wir freuen uns und wir wollen gerne nach und nach alle Dialekte der deutschen Sprache vorstellen. Heute haben wir schon mal Fränkisch geschafft. Danke, Tobias. Gerne. Bis bald. Ciao. Sich warm anziehen. Kannst du auch sagen, sich warm anziehen? Pack die gescheit ein. Manuel, pack die mal gescheit ein. Back. Back die mal gescheit ein. Du hast gar keine Jacke an.